Herzlich willkommen in Zimmer 208 der Zirn-Suite im Domlerhof in Sand in Taufers im wunderschönen Südtirol. Ich bin hier auf Einladung vom Kronplatz und dieser wunderschönen Gegend hier und für ein paar Tage untergebracht und möchte euch dieses schöne Zimmer zeigen. Es nennt sich Zirn-Suite, weil es in diesem, mit diesem wunderschönen Zirbenholz eingerichtet ist. Es ist ein großer Raum, ich würde es eher als Komfortzimmer oder Junior-Suite bezeichnen, aber es ist ein wunderschönes, sehr großes Zimmer in diesem herrlichen Zirbenholz. Ja, das ist eigentlich mal so ein Rundblick durch den Raum. Da haben wir einen Flatscreen-Fernseher, Blick nach draußen. Ein Schreibtisch mit Stuhl. Hier neben der Eingangstür ist eine große Couch. Da haben wir das große Bett. Auch hier nochmal eine Schreibgelegenheit mit Telefon, schön mit der Halo-Leuchte beleuchtet. Die Schränke sind wunderbar versteckt. Hier einmal mit einem kleinen Tresor. Diese Schrankhälfte ist groß genug, um auch so einen wunderschönen Urlaub zu verbringen. Da unten sind meine Utensilien untergebracht. In diesem Schrank verbergen sich die Bademäntel, Badeschlappen, Handtücher für den Wellnessbereich. Hier ist der kleine Kühlschrank, die Minibar, allerdings nicht befüllt, kann man also seine eigenen Sachen unterbringen. Und in dieser Schrankhälfte, da gibt es noch einen Wanderrucksack, den das Hotel zur Verfügung stellt. Daneben befinden sich meine Leki-Stecken, die ich selbst mitgebracht habe. Auch der Wanderrucksack von Saliva sehr, sehr groß. Größer als das, was ich sonst so in anderen Hotels schon gesehen habe, die auch Wanderrucksäcke zur Verfügung stellen. Dann kommen wir ins Badezimmer. Auch dieses groß, modern, hell BD-Toilette. Direkt neben dem Waschbecken und hier haben wir dann die Dusche. Sehr schön zur Information über das Zirbenholz ist hier neben der Eingangstür zum Bad nochmal eine kleine Infotafel angebracht. Ja, das soweit mein kleiner Einblick und jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Tage hier im wunderschönen Arntal und dem Kronplatz und die diversen Aktivitäten, die wir vorhaben. Ciao, Servus. Auf bald.